Ja, wir sind wieder zurück, sind irgendwo im Schloss von Redcliffe, wenn ich mich recht erinnere, und sind irgendwie durch die Zeit gewirbelt worden und müssen jetzt irgendwie wieder hier rauskommen und quasi zurück in die richtige Zeit. Wie auch immer wir das dann schaffen. Dorian hat nämlich auch nicht so wirklich die super Idee. Aber mal sehen. Da wird es schon irgendwie eine Lösung geben. Und wir nehmen mal alles mit, was wir hier so finden. Da wir da bestimmt ein paar nette Sachen finden würden. Okay. Hier an der Seite können wir ja gar nicht lang. Da müssen wir wohl hier durch. Oh, wer ist das denn? Andraste, segne mich. Andraste, segne mich. Meine Tränen sind meine Sünden. Meine Sünden, meine Sünden. Andraste möge mich leiten. Andraste möge mich leiten. What the fuck? Lissis, hallo. Erinnert ihr euch an mich? Andraste, segne mich. Andraste, segne mich. Oh Gott, der ist ja mega durchgeknallt scheinbar. Ein bisschen viel gefoltert worden. Ich frag mich, was das für Steine hier die ganze Zeit sind. Das scheint ja kein Lyrium zu sein. Dafür ist das ein bisschen zu orange, würde ich sagen. Okay. Haben wir noch ein Säckchen. Blaues Vitriol. Und da oben scheinen irgendwo Gegner zu sein. Okay. Zack, 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 zack. Ich kann ja uns hier nicht runterschubsen. Das wäre nämlich, glaube ich, ein bisschen doof. Wo müssen wir denn jetzt lang? Müssen wir jetzt links oder rechts lang? Haben die noch was? Nö. Ich bin für rechts. Wir gehen mal rechts lang. Okay, das sah jetzt zuerst so dunkel aus. Ich habe schon gedacht, was ist denn hier los? Gucken, ob wir hier noch irgendwo was liegen haben. Ah, hier ist noch eine Urne. Verstärktes Schild, ja gut. Okay, dann gehen wir mal hier durch die Tür. Was soll denn hier sein? Das Licht wird Sie sicher über die Wege dieser Welt bis in die nächste leiten. Denn für sie, die dem Erbauer vertraut, wird Feuer zu Wasser. What the fuck? Was macht die denn hier? Ihr kehrt zu uns zurück? Wie kann das sein? Gewährt uns Andraste eine weitere Chance? Erbauer, vergib mir. Ich habe dich enttäuscht. Ich habe alle enttäuscht. Das Ende muss nah sein, wenn schon die Toten ins Leben zurückkehren. Ich bin nicht von den Toten zurückgekehrt, Cassandra. Ich wurde nur... Nun, das ist schwer zu erklären. Ich war dort. Der Magister hat euch mit einer einzigen Geste ausgelöscht. Alexius hat uns in die Zukunft geschickt. Wenn wir ihn finden, können wir vielleicht in die Gegenwart zurückkehren. Ihr wollt durch die Zeit zurückreisen? Dann könntet ihr dafür sorgen, dass nichts von all dem je geschehen ist? Wenn Dorian recht hat und den Zauber tatsächlich umkehren kann, dann ja. Alexius, Meister, nachdem ihr gestorben wart, konnten wir den Aufstieg des Ältesten nicht mehr verhindern. Kaiserin Selene wurde ermordet. Die Armee, die anschließend nach Orlais strömte, war eine Horde von Dämonen. Nichts konnte sie aufhalten. Nichts.
Wir werden verhindern, dass irgendetwas davon geschieht. Das verspreche ich euch. Möge der Erbauer uns leiten. Okay. Also haben wir jetzt scheinbar Cassandra wieder bei uns als so eine Art aus der Zukunft stammende. Das ist alles ein bisschen komisch hier. Aber gut. Müssen scheinbar unsere Gefährten so wiederfinden. Und hier scheint wohl irgendwo die nächste Person zu sein. Wir wachten, wir wandelten, wo Weiden... Nein. Wo Weiden weinten, warteten wir... Nein. Wo Weiden... Och. Erinner dich, Dummkopf. Das können sie dir nicht nehmen. Nein, nein, nein. Ihr könnt nicht hier sein. Ihr seid tot und die Toten kommen nicht zurück. Reißt euch zusammen. Ich brauche euch kampfbereit. Oh ja, ich bin bereit. Bleibt weg von mir. Bleibt einfach alle weg von mir. Oh, bei allem was? Niemand ist tot. Alexios hat Zeitmagie eingesetzt. Redet vernünftig oder haltet euer Maul. Ich will nicht an ihn denken. Ich wollte euch nicht ängstigen. Ich bin es wirklich, glaubt mir. Ich bin hier, um das alles zu beenden. Ihr wisst es vielleicht nicht. Da waren so viele. Der Tag, an dem ihr gestorben seid. Mir sind die Pfeile ausgegangen, als ich sie dafür büßen ließ. Dann spielte es keine Rolle mehr. Er hat Dämonen und Götter und... Ich habe einen Bogen. Und ich will... Ich will, dass sie leiden. Wenn ihr wirklich hier seid, würde ich dafür sterben, ihnen in ihre verfluchten Fressen zu spucken. Das ist doch mal ein Wort. Alexios hat sich im Thronsaal eingeschlossen. Dort finden wir ihn. Okay. Robuste Schülerpanzerung. Okay. Das müsste doch irgendwas sein, was wir jetzt Magier benutzen können. Okay, da kommen wir nicht durch. Müssen wir wohl hier weiter. Aber da kommen wir auch nicht durch. Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Ach so, wir müssen bestimmt oben an der Brücke in die andere Richtung quasi. Oh, jetzt sind wir zu weit. Wir müssen hier lang. So. Genau. Was? Hier ist ja auch noch irgendwie was. Habe ich hier jemanden vergessen? Hä? Okay. Hm, komisch. Egal, wir gehen mal hier weiter. Ich weiß nicht wirklich, was dieses Questzeichen uns jetzt sagen will da unten. Okay, hier geht's weiter. Cool, hier ist eine Truhe. Ah, komm schon. Mit einem wahnsinnig genialen Dolch drin. Klasse. Okay, dann geht das hier weiter. Und dann hier rein. Fiona, okay. Hallo, ich will dich anklicken. Jetzt. Ihr lebt. Wie ist das möglich? Ich habe gesehen, wie ihr in dem Riss verschwunden seid. Welches Datum ist heute? Ich muss wissen, wie viel Zeit vergangen ist. Erntemonat 942. Zeitalter der Drachen. 942? Dann haben wir ein ganzes Jahr verpasst. Ich
Ich habe in diesem Jahr offenbar so einiges verpasst. Ihr lasst euch vorsehen. Alexios dient dem Ältesten. Er ist mächtiger als der Erbauer. Niemand kann ihn aufhalten. Dieser Magister wird es noch bereuen, dass er mich nicht einfach getötet hat. Unsere einzige Hoffnung liegt darin, das Amulett zu finden, mit dem uns Alexios hierher geschickt hat. Wenn es noch existiert, kann ich es verwenden, um den Riss an genau derselben Stelle wieder zu öffnen, an der wir verschwunden sind. Hoffe ich zumindest. Gut. Ich sagte, ich hoffe es. Das könnte uns auch in Brei verwandeln. Ihr müsst es versuchen. Eure Meisterspionin Liliana. Sie ist hier. Ihr müsst sie finden. Beeilt euch, bevor der Älteste herausfindet, dass ihr hier seid. Okay, finde Liliana und finde heraus, was passiert ist. Okay, wenn das mal so einfach wäre. Wo müssen wir denn jetzt lang? Das ist mal so ganz eine andere Frage. Wenn das Auditorium eine Infektion ist, warum beim Erbauer kommt es dann aus den Wänden? Seid ihr sicher, dass ihr das rausfinden wollt? Ja, wenigstens haben wir unsere Gruppe wieder komplett. Wir können jetzt wieder ein bisschen mehr Schaden hier anrichten. Ja, natürlich vorbei. Lasst uns erst damit aufhören, wenn all diese Bastarde in ihren eigenen Gedärmen liegen. Es ist genau wie früher. Das ist ja schön zu hören. Das ist genau wie früher ist. Okay, also hier müssen wir lang. Kaserne der Woche. Alter, hier sind ja mega viele Leichen. Vielleicht können wir hier irgendwas brauchen. Das kann gut sein. Hier ist ein Vorratslager. Das heißt, wir geben uns allen jetzt mal einmal einen Trank und dann nehmen wir uns hier wieder welche raus. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas? Das können wir doch bestimmt mit Sarah öffnen. Boah, dieser Fisch. Der sieht ja mal mega eklig aus. Geil. Fette Truhe. Verteidiger Harnisch Armschutz. Okay, und hier haben wir noch einen kleinen Kasten. Mit einem Glasfuchs und ein bisschen Gold. Okay. Oh, was haben wir hier? Noch ein Säckchen. Schwarzlotus. Und hier. Okay, hier ist noch so ein Raum. Hier haben wir noch ein Buch. Oh, die sieht schön aus. Ja, leider nichts super Tolles drin. Aber hier hinten haben wir noch eins. Ich frage mich nur, warum hier so viel rotes Lyrium ist. Also, das muss ja irgendwie einen Grund haben. Naja, egal, gehen wir mal weiter. Folterkammern. Oh, ernsthaft? Haben die Liliana in eine Folterkammer gesperrt, oder was? Das ist ja heftig, ey. Irgendwie wollte mein Charakter jetzt gerade nicht laufen. Ja, sorry, dass ich jetzt hier irgendwie in jeden Raum gehe, aber ich würde sagen, dass das wichtig ist, weil wir so ganz schön viel Zeug bekommen. Ich sehe gerade, dass Sarah einen Stufenaufstieg hat. So,
Sarah Bogen. Die bekommt da ihren letzten Punkt rein. So. Es gibt keinen Erbauer. Der Älteste hat ihm alles genommen und wird von einem seiner Stadt heraus herrschen. Okay, das ist ja ein Elite-Gegner. Sehe ich gerade. Es macht mich krank zu sehen, was sie den Priesterinnen antun. Hm. Hoffentlich hat der was Schönes. Adalasser der Seelen und Bianca Bogen 2. Okay. Leider haben wir jetzt noch niemanden, der Dolche benutzt, aber ich will jetzt nicht spoilern, aber da bekommen wir noch jemanden. Und ich will mal einmal schauen, wir haben gerade einen Bogen bekommen. Also wir haben auch Rüstung. Aber das ist ja die alte, die wir hier hatten. Genau. Okay, dann gucken wir mal eben bei den Waffen. Ob wir da irgendwas haben. Präziser Langbogen. Okay, der ist schlechter. Und... Ups. So. Finde Liliana. Das müsste ja dann irgendwo hier in der Nähe sein, wenn wir schon den... Woher wusste Trevelyan von dem Opfer im Tempel? Antwortet! Niemals! Ich werde Alter. Euch brechen! Erst sterbe ich. Oder ihr. Ihr lebt. Zunächst einmal sind wir nie gestorben. Alexios hat die Situation falsch eingeschätzt. Dann wird es sein letzter Fehler gewesen sein. Habt ihr Waffen? Gut. Der Magister ist vermutlich in seinen Gemächern. Seid ihr überhaupt nicht neugierig, wie wir hierher gekommen sind? Nein. Alexios hat uns in die Zukunft geschickt. Das hier, sein Sieg, sein Ältester. Es hätte nie dazu kommen sollen. Wenn wir in die Gegenwart zurückkehren und Alexios aufhalten können, müsst ihr all das hier niemals durchmachen. Und da fragen sich die Magier immer, warum die Leute sie fürchten. Niemand sollte eine derartige Macht besitzen. Sie ist gefährlich und unvorhersehbar. Vor der Bresche war nichts, was wir getan haben. Das reicht. Für euch ist das alles hier unwirklich. Nur irgendeine Zukunft, von der ihr hofft, dass sie niemals Realität wird. Aber ich habe gelitten. Die ganze Welt hat gelitten. Und das war real. Okay. Die scheint ja ganz schön sauer zu sein. Was ist geschehen, während wir fort waren? Hört auf zu reden. Ich bitte doch lediglich um Informationen. Nein, ihr redet, um die Stille zu füllen. Glaubt mir, ach, ihr wollt nichts von dem, was geschehen ist, wissen. Liliana läuft jetzt auch hinter uns her. Nicht schlecht. Okay, weiter geht's dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.